Sieben Sack, Sack, Papier! Ah, hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action. Und wir haben hier zwei wunderbare Szenarien. Hinten sehen wir einen Jetski-Rennen. Was? Das war ein Jetski-Rennen, ich hab den einen getötet, ist vorbei, ist Jetski-Rennen. Ich hab mich schon gewundert, Haldena ist natürlich auch dabei. Wir gucken hier gerade so, da vorne war glaube ich so noch so ein komischer Heli, den sieht man gar nicht mehr. Dann haben wir mal zwei Jetskis, die machen einen Rennen und Dena muss natürlich einen töten. Das ja. War klar. Entschuldigung. So, wir haben heute nämlich was Schönes geplant, Dena. Was haben wir denn geplant? Wir haben heute... Ich hab hier einen Stern. Eine Entschuldigung. Den ja, werden wir ja wohl wieder los. Lässt einfach Sterne weg, das geht ja. Den haben wir einfach, den werden wir ja wohl wieder los. Wir haben halt eine Challenge, die wir schon mal gemacht haben vor einem halben Jahr. Wir haben ja angefangen vor über einem Jahr, oder nicht? So lange macht GTA einfach nur Bock. So vor lange. Vor über einem Jahr haben wir angefangen mit GTA Online. Das ist ja wohl ultra krass. Und wir sind immer noch dabei, es ist immer noch cool. Und deswegen haben natürlich auch viele alte Challenges, die euch wünscht, dass wir die nochmal machen. Ihr schwelgt wahrscheinlich in diesen Erinnerungen. Das ist jetzt eine Retro-Challenge, nicht Spaß. Weil viele kennen die auch gar nicht. Es sind ja viele neue Zuschauer dazugekommen. Die haben sie teilweise noch gar nicht gesehen. Also für viele ist das auch neu. Also deswegen muss ich natürlich auch nochmal erklären, beziehungsweise überhaupt sagen, worum es geht. Wir holen uns jetzt Jets aus dem Militärgebiet. Und dann ist die Challenge, wer mehr Brücken schafft, auf dem Rücken fliegend. Und da geht das Prinzip. Also wir können ja anders machen, wir können ja Sachen... Wir müssen erstmal hier schnell die Sterne freikaufen, ne? Genau. Also es ist das Prinzip, mach vor, mach nach. Das heißt, wenn ich eine Brücke finde, dann kann ich nicht sagen, Dena geht zuerst da durch. Sondern ich muss es zuerst vormachen und dann muss Dena es aber nachmachen. Ja. Sollte ich dabei sterben und Dena stirbt dann auch, dann ist Gleichstand. Sollte ich sterben, Dena schafft es, hat Dena gewonnen. Perfekt. Ich muss dich nochmal anrufen. Lester, beeil dich, weil bei mir schon. Lester. Los, beeil dich, Kev, flieg schon mal in die richtige Richtung. Du kannst schon mal ein bisschen weiterfliegen. Ich darf doch nicht über. Ja, du kannst schon mal weiterfliegen. Doch. Wo ist das? Vom Radar verschwindet. Lester, Kev, meine Zeit läuft. Und danach kann ich das Ding nochmal machen. Okay. Ah. Kopf schauen weg. So, flieg allein in die Basis, ey. Okay. Wieso? Ich bin doch jetzt da. Bin vor dir da. Das war mir zu unsicher. Hä? Bist du das Leute, davon? Ich hab Sterne! Echt? Wieso hab ich hier Sterne? Echt? Warum funktioniert das nicht in der Militärbasis? Haben die das gepatcht? Keine Ahnung. Also als wir das letzte Mal gemacht haben, ging's auf jeden Fall. Also ich bin jetzt in der Basis, hab noch keine Sterne, ich bin noch nicht auf dem Boden. Hab ich das Falsche ausgewählt? Also bei mir steht unten rechts auch Kopf schauen weg. Ja, bei mir auch. Bei mir steht Kopf schauen weg und ich bin in der Basis. Vielleicht wenn du jemanden angegriffen hast, dann kann es sein. Dann kriegt man halt trotzdem Sterne. Aber ich bin in der Basis und da vorne... Ja, geil. Ich hab jetzt bei mir immer noch vom Radar verschwunden. Steht bei mir. Ja, du bist vom Radar verschwunden. Ich Kopf schauen weg. Das ist ein Unterschied. Warte, gib mir den. Alter, ich hab doch überall sind bei mir Leute. Ich hab aber noch... Hast du da Sterne oder wie? Ja, deswegen hab ich vier Sterne. Ich muss den nehmen, weil hier als einziges keine Schützen sind. Oh, scheiße, hab ich das Falsche genommen? Du stirbst jetzt. Du bist tot? Ja. Ja, dann beeil dich einfach und hol dir schnell nochmal neues und kauf nochmal das Richtige. Oh Mann, das... So fängt das gut an. Hä? Aber ich hab das Richtige genommen. Du hast nicht das Richtige genommen. Glaub schon. Nein. Dann würde da stehen, Kopf schauen weg und du würdest nicht angegriffen werden, weil ich werde auch nicht angegriffen. So, Lester. Ich konnte auch, als ich in der Militärbasis war, nicht meine Sterne freikaufen. Das ging nicht. So. Oh Mann, bitte. Ich will keine 5 Minuten warten. Es gibt hier einen dreckigen Cut. Kannst du es kaufen? Tarnungslevel entfernen, Spieler aufdecken. Wo ist das? Kopf schon weg. Ja. Kauft. Perfekt, dann komm rein. Ja, jetzt muss ich erstmal hier... Spring einmal mit dem Auto rein, oder wo auch immer du bist. Okay, Kev. Ich suche mir schon mal eine erste Brücke Ja, ich hab mir jetzt ein Auto geklaut. Ich hab hier jetzt... Alter, was wie nebelig der Scheiß hier ist. Unfassbar, ne? Richtig krass. Ich sehe gar nichts. Ich hab jetzt einen Wagen und ich hoffe... Also es ist ein neues Update draufgekommen, irgendein... Last Team Standing Upgrade. Was das hier wirklich in-game bewirkt hat, sind bisher nur Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind. Und zwar waren das beispielsweise, dass wenn ein Mitspieler im Heli sitzt, dann sieht man zum Beispiel ein Hubschrauber-Symbol statt ein ganz normales Symbol. So, Kev, komm, spring da rein. Gepackt. Erzähl mir doch keinen! Oh, nein! Kev, was ist dein Problem? Fuß zum Henker! Was ist dein Problem? Hast du das gesehen? Nein, hab ich nicht. Er bleibt an der Kante einfach hängen und statt dass er sich einfach so... Fahr einfach wieder rein. Oh Mann, ja, wir haben noch 2 Minuten Zeit.
Das war ja super ärgerlich. Der ist genau an der Kante, wie so eine Münze, die auf die Seite fällt. Nicht Kopf oder Zahl, sondern auf die Seite. Du warst einfach nicht schnell genug. Ja, ich wollte mich beeilen, wollte nicht so viel Anschwung nehmen. Du musst da rein, Kevin. Oh nein, ich darf ja schon gar nicht mehr da reinfliegen, weil ich krieg ja wieder Sterne. Geil, so 4 Sterne, jawoll! Und jetzt stirbt der Däner, Leute. Ich bin jetzt weggeflogen extra. Mann! Lol, du schießt auf den Boden. Entschuldigung. Voll vor meine Nase. Und jetzt, komm. Ich hab die Geschwindigkeit. Ja? Es klappt einfach nicht. Hä? Doch. Ich bin genau auf der Kante wie die Münze. Lol. Wer hat da geschossen auf den Boden? Entschuldigung. Du hast mich zurückgeschubst wieder. Nein, ich hab dich hinten reingeschossen. Doch, ich hätte mich reingeschwungen. Ich hab dich extra reingeschossen. Nein, du hast in die Basis reingeschossen und die Explosion hat mich wieder so ein Stück zurückgedrückt, dass ich nicht reingekommen bin. Nein, das ist nicht wahr. Ich wollte ohne Witz. Ich wollte dich wirklich reinschießen. Oh. Das ist gleich vorbei, ne? Ich weiß, ich hab noch 52 Sekunden. Aber dieser Wagen ist auch scheiße. Nee, dieser Wagen ist scheiße. Ich bestell mir jetzt... Und Freunde, es geht wieder los! Ich habe mir jetzt meinen Wagen bestellt. Ich habe wieder Cops schauen weg. Wir mussten insgesamt 5 Minuten warten. Das heißt, da habt ihr einen schönen kleinen Schnitt gesehen. Und jetzt hoffentlich klappt es auf Anhieb. Dann kann die Challenge beginnen! Okay, wer, du packst es jetzt nicht, ja? Wow, das war aber knapp, Alter. Oh, shit. Boah, wenn mein Wagen explodiert. Ich hätte gelacht, aber sowas von gelacht. Wieso dreht er sich so lange? Okay, 2 Minuten, alles chillig. Bist dran? Da drin, jawohl. Ja, ich bin drin. Perfekt. Oh, Alter, ich hab wieder 4 Sterne, ich Depp. Fliegst immer rüber, dein Däner. Nee, ich will dir helfen. Ich soll dir helfen. So, nee, brauchst du ja nicht helfen. Hallo. Du zerstörst mir alles. Ja, ich helfe aber. Das ist keine Hilfe. Du brauchst jede Hilfe, die du bekommen kannst, Kev. Die Cops schauen weg. Noch keine Hilfe. Hast du den im Hangar kaputt gemacht? Nein. Ich hab keinen einzigen, Jet kaputt gemacht. So. Nur Panzer. Perfekt. Also hier jetzt ganz chillig der Jet. Mich verfolgt keiner. Alles tutti frutti. Ich habe noch 2 Minuten Zeit, um jetzt mit dem Fluggefährt rauszufliegen. Das heißt, ich kann noch ganz entspannt auf die Startbahn rausfahren. Werde nochmal wenden. Starte einfach, Kev. Nein, ich möchte wenden. Jetzt endlich mit der Challenge los, Leute. Und es ist auch noch Nacht, das ist. Was für eine riesen Vorbereitung diese Challenge hier hat. Aber dann geht's endlich los und dann würde ich sagen, geht's direkt zur ersten, So, Däner, bitte schalte deine Raketen aus. Hab ich. Also auf Kanone. Hab ich. Ich hab die auch komplett ausgeschaltet. Und dann können wir uns gleich mal die ersten Brücken ausschauen. Bist du denn? Achso, wir müssen erstmal ermitteln, wer überhaupt anfängt. Schnick, Schnack, Schere, Stein, Papier. Sagen Xing, Shang, Chong und sagen dann. Ja. Okay. Also wir sagen Xing, Shang, Chong. Ich mache einen Testlauf. Xing, Shang, Chong, Stein. Ja. Okay, gut. Alles klar, bereit? Jo. Schick, Schock, Papier. Ja! Ich hab gewonnen, das heißt, jetzt darf ich aussuchen. Ja, du darfst anfangen. Ich sage, du suchst die Brücke aus und musst es auch zuerst versuchen. Alles klar, dann komm mit. So, ich bin hinter dir. Ich sehe dich komischerweise nicht, weil es dunkel lacht da unten ist. Okay, ich sehe dich. Aber auf dem Radar sehe ich dich. Ich sehe dich, ja, flieg zur ersten Brücke. Ja, komm, die kommt dir gleich rechts. Lol, du bist markiert, weil du mein Erzfeind bist. Und du bist bei mir einfach nur ein Flugzeug, weil du nichts bist, nur das Gefährt, in dem du sitzt, mach dich aus, Kev. Okay, alles klar, wir sind da. So, nimm dir hier mal ordentlich Abstand. Okay, Kev. Du durch diese Brücke hier durch? Yep. Perfekt. Alles klar. So, die kann man zweimal machen, ich nehme jetzt aber einmal die linke Seite, okay? Die linke Seite wird es. Zack! Und... Wow! Einmal durch, Kev. Kein Problem für den King. Kein Problem für Kev. Bin durch. Echt? Yes, bin direkt hinter dir. Ja, alles klar. So, weiter geht's. Nächste Brücke. Alter, das ist schwierig, wenn es dunkel ist. Ja. Das ist wirklich schwer. Na, dann bin ich mal gespannt auf die nächste. So. Das große Problem ist echt, dass ich mich immer voll, dann will man nach oben fliegen und dann drückt man normalerweise unten, aber wenn man gerade auf dem Rücken ist, drückt man nach oben und dann kommt man durcheinander und dann macht das jetzt den Kopf kaputt. Okay, ich weiß, welche Brücke ich nehmen möchte. Und zwar, du kennst doch diesen See bei Leicester. Und da gab, in der Kampagne gab es da eine Mission, genau die da vorne, wo du siehst. Diese Straße. Ja. Alter, die ist aber flach. Die ist sehr klein. Die ist verdammt flach. Oder willst du die in der Mitte? Die, durch die ich jetzt hier gerade normal fliege. Ja, das sehe ich gerade nicht, aber ich werde. Wahrscheinlich ist das die. Die ganz flache hier?
Das funktioniert nicht. Da, wo du jetzt hinfliegst, da kommt eine. Eine größere. Die kann man erstmal als zweite Brücke nehmen. Oh shit! Was? Tot? Wie fliege ich denn? Was machst du denn, Kerl? Was ist denn da drin? Alle Bild sind weg! Das ist doch super easy! Das hier zu machen. Ich bin durchgeflogen. Das gibt's doch nicht. Alles Lol. So leicht. Außer man fliegt in Berge rein. Das ist auch, ist auch gestorben. Ja, weil ich in Berge reingeflogen bin. Ja, ist das auch verloren. Nee, ich hab's ja geschafft. Mit ja, ich war ja auch schon durch die Brücke durch, war danach in Berg. Nee. Aber ich bin absichtlich in den Berg? Ja. Ich würde sagen, das entscheiden die Zuschauer in den Kommentaren, das weiß ich nicht. Ich bin richtig weit danach. Ich bin durchgeflogen, dann dachte ich, okay, scheißegal, rein in den Berg. Ich wollte nicht unbedingt in den Berg reinfliegen, aber es war lange, lange, lange nach der. Ich war schon lange wieder gerade mit schon eine Kurve geflogen und alles. Das hat nichts mehr mit dem Durchfliegen zu tun. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Doch, Kev. Yo, wir sind zurück, Leute, ihr habt es ja gesehen, das war jetzt ein bisschen kurz gerade im Change, aber wir sind an derselben Stelle mit besserem Wetter in einer Mission mit den Dingern. Und das ist eine neue Mission von irgendeinem neuen DLC. So ist es. Wer zuerst diese Flaggen einsammelt, kann es sein? Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Hol dir alle Flaggen, wer zuerst durch alle durchgeflogen ist, glaube ich. Achso, ja genau, durchfliegen. Ja, und wir haben ja mal dran gehängt, weil es war echt ein bisschen wenig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell sterbe. Also den Challenge-Punkt kann von mir aus gerne den haben. Aber, klar. Du musst alle Flaggenpunkte. Unten links sieht man, wer wie viele Punkte hat. Und ich bin in Führung. Zusammen mit irgendjemand anderem. Boah, ich bin richtig dumm geflogen. Hier muss man auch unter Brücken durchfliegen. Aber du darfst hier auch ohne Kopf. Ja, ich weiß. Da bin ich auch schon durchgeflogen. Wollte gerade sagen, aber ich flieg trotzdem mit Kopf rüber. Aber. Du bist gar gestorben? Ich nicht. Mittelpudel hat das gemacht. Und er ist auch direkt gestorben dabei. Hey, also manche Punkte sehe ich irgendwie nicht. Ach, die sind da unten auf dem Weg. So, ja. Die sind alle eingezeichnet. Ja, ich sehe das gerade. Die Hälfte der Dinge habe ich ja schon. Und wer ist zuerst schon? Also das ist ein cooler neuer Modus. Finde ich geil, weil sonst hat man eigentlich immer nur das Battle gehabt. Und so ist es wirklich jetzt auch mal so ein bisschen Taktik. Und zack, der Sonnengame. Wer denn jetzt hier? Alle Selbstmord. Kevin, nur noch wir beide leben, kann das sein? Oder wird man wiederbelebt? Man wird nicht wiederbelebt. Okay, wusste ich gar nicht. Alles klar. Also mir fehlen nur noch zwei Stück. Oh, die Waffen sind sogar scharf. Scheiße, ich bin noch einmal vorbeigeflogen. Da. Schießt euch noch alle ab. Und zack, das ist... Nein! Nee! Ist nicht wahr! Wow! Aber trotzdem gewonnen! Wow! Bist du gerade noch so gegen den Berg geklatscht, bam! Wir sind aber trotzdem Moment überlebt. Gestorben, aber. Achso. Du bist gestorben, aber hast es geschafft? Ich bin nicht gestorben. I don't know, vielleicht gab es noch ein Zeitlimit. Auf jeden Fall, Leute, war das ja wohl jetzt hier er mal. Hat gewonnen. Mein Sieg bei der ganzen Sache. Ja, also ich fand diesen Spielmodi ziemlich geil. Daraus könnte man noch eine schöne Spieleliste machen. Ich weiß gar nicht, geht's hier eigentlich noch weiter? Ich glaube, das geht gar nicht weiter. Ich glaube, das war's direkt schon. Aber ich habe gewonnen. Das freut mich, Leute. Das war jetzt noch eine kurze Sache, die ich jetzt mal eben für euch rangehängt habe an diese Folge, weil das ja davor ein bisschen kurz war. Und das war's dann für heute. Morgen gibt's dann... morgen noch nicht. In drei Tagen geht's weiter mit einer weiteren richtigen Challenge. Und da würde ich mal sagen, könnte es etwas geben, wo man den Controller ein bisschen modifiziert und wo wir ein bisschen mit Handicap spielen müssen, aber das seht ihr dann ja alles in wird auf jeden Fall Tagen. Sehr, sehr spannend, Freunde. Schaut natürlich gerne auch bei mir, weil es anderen vorbei. Gebt bei beiden Videos ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Bleibt geilo, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.